28.900 Euro! 28.900 Euro, Digga! Hole! Ah, ja, Mann, so ist es doch. Was macht ihr denn hier? Okay, erwischt. Ja. Okay, Leute. Herzlich willkommen zu Pokémon Platin und ich war in der Spielothek zum einen für diesen scheiß Gag und zum anderen dafür. So, nämlich für diese TM-Explosion. Die bekommt man einfach random in der Spielhalle. In Schleide. Ja, es ist jetzt ein bisschen Kacke am Dampfen, denn wir müssen nämlich in den hohen Norden. Gibt bloß zwei Probleme. Erstens, muss ich nach Weideburg, weil zweitens suche ich nämlich ein Item, was ich für das nächste Teammitglied benötige. Und das ist auf der Route 212. Und ja, erstmal heile ich die Pokémon. Ja, denn dieses Item ist ein Entwicklungsstein für das letzte Crewmate, Teammitglied. Ich habe zu viel Among Us in letzter Zeit gespielt. Ich bitte tausendfach um Vergebung. Wenn ich jetzt zu oft, ne? Warte mal, achso. Okay. Und dieses Item ist hier im ersten, ja, im ersten Matchfeld vor Weideburg versteckt. Jetzt suche ich bloß hier meine Schutz-Items. Besser gesagt, meinen Superschutz. Und nun... Mhm. Hier kann ich das wohl nicht benutzen, ha? Huh? So, ist es hier? Ein Hypertrank. Sumpf vor Weideburg. Okay. Oder sind das die Matschfelder hier? Aber das hier ist schon Weideburg. Also jetzt ist die Frage, ist das ein Matschfeld oder ein Sumpffeld? Das ist halt das Problem, weil ich es sonst nicht finden kann. Aus diesem Grund würde ich einfach mir mal ganz kurz hier die Karte vergrößern. Und schauen, ob das hier vielleicht doch eingezeichnet ist. Das sieht aber sehr scheiße aus. Wow. Okay, ich muss nochmal ganz kurz googeln. Das ist natürlich perfekt. So, der befindet sich tatsächlich doch ziemlich weit oben. Eins noch. Und hier haben wir ihn, den Funkelstein. Genau da, wo ich ihn haben wollte. Das war der falsche Knopf, denn jetzt... Boah, jetzt bin ich echt am Überlegen, aber ich glaube, ich muss tatsächlich nach Elysees. Ich glaube, man kommt nur von Elysees rüber nach... Ja. Von dort aus halt, ne? Wir verstehen uns. So, dann suche ich mir jetzt mal ganz kurz noch die VM... Stärke. Und die ist nämlich hier unten. Die brauchen wir jetzt nämlich. Und Bidiza kann sie nicht erlernen. Geil! Aber bestimmt als Bidifass. Und das bedeutet trainieren! So, jetzt bin ich wieder hier, Freunde. Und ich habe Leander aus dem Team genommen. Folgender Grund. Ich will einen Slot für das neue Teammitglied drin haben. Und
es musste dann dementsprechend einer weichen, der eben eine Schwäche gegenüber Eis-Pokémon hat. Und da kam jetzt eigentlich nur Leander in Frage, weil Lucky hat zwar auch eine Schwäche gegen Eis, aber mit Lucky kann ich halt eben doch, wenn es brenzlig werden sollte, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, fliegen. So, und ich würde sagen, wir gehen gleich in den Kraterberg hinein. Und ich aktiviere erst einmal wieder einen Superschutz. Der dürfte soweit auch reichen. Denn ich will erst einmal diesen Felsen da bewegen. Es ist ein Fels! Ein Fels! Und da drin ist ein Eisheiler. Okay. Dann zerbrechen wir mal diesen Fels! Okay. Genau, da drüben würden wir dann wieder in... Ach, Hauptkopie! Aber die 69. Scheiße, ich hab echt vergessen, wo wir da oben rauskommen. War's Schleide war da unten. Und da unten ist eine Sackgasse. Das heißt, ich würde von einem unteren Eingang noch reinkommen. Aber ihr müsst mir jetzt... ihr müsst mir mal kurz helfen. Ewigenau. Ewigenau ist es, wo ich rauskomme. Ja, ist, glaube ich, die erste Möglichkeit, um in den Kraterberg zu gelangen. Ein Sonderbonbon, nehme ich immer gerne. Ja. Gut. Ich könnte noch schauen, ob hier irgendwas an Items da ist. Hoppala. Okay, ist es nicht. Nun denn, ich hätte euch jetzt eigentlich noch zeigen können, wo die anderen, wo zumindest einer der anderen Funkelsteine scheiße ist. Aber mache ich wann anders. So, dieser Raum hier ist mal wieder in dichten Nebel gehüllt. Aber, der wird später nochmal von Relevanz sein, denn... Hier kann man ein bestimmtes Pokémon fangen. Und zwar Barschwa. Und ich wollte es eigentlich schon im Smaragd-LP machen. Welches ja leider vorzeitig beendet werden musste. Weil Wedlock-Challenge halt, ne? Das werde ich hier auf jeden Fall machen. Und euch auch zeigen, wie ihr diesen Barsch in Milotic verwandeln, ja genau, entwickeln könnt. Pudersand. Boah, ich bin jetzt gerade echt am überlegen. Ah, okay, ich könnte mich hier nicht einsperren, weil das wäre jetzt interessant gewesen herauszufinden. So, jetzt schaue ich nochmal hier. Hier ist nochmal... Nee, Quatsch. Hier oder hier? Ein Sternstück, wenn mal wieder Not am Mann ist, was Geld angeht. Aber dank dem Livestreamer Small Ant weiß ich, wie man den Infinite Money Trick hier benutzen kann. Den werde ich euch aber auch noch bei Gelegenheit mal zeigen. Und ja... Ich glaube, hier kann man auch an sich die geilsten Pokémon im Kraterberg finden. Ich glaube, wenn man da in den anderen Vorräumen ist, findet man einfach nur nur so diese ganze Standardscheiße. Also hier so Kleinstein, Macholo, was es sonst noch so gibt. Ja, aber hier alleine, dass man hier schon Barschwa finden kann, ist definitiv nice. Ich glaube, hätte ich nicht, Dingenskirchen. Empoleon als Starter genommen, hätte ich mir eventuell sogar hier ein Milotic geholt. So, hier ist noch ein Lichtleben. Auch nicht schlecht. Äh.
Okay, finde ich hier überhaupt noch irgendwas? Nee. Kann ich eigentlich genauso gut wieder nach oben reisen. Und den Schrittzähler wieder anmachen. Und die Musik passt nicht. Ich lasse das Fahrrad wieder weg. So, hier noch spaßhalber mal gucken. Und dieser Zertrümmerer-Fels ist auch nicht umsonst hier. Garantiert nicht. Okay, ich komme da auch nicht hin. Nun denn. Jetzt sind wir hier zumindest auf jeden Fall mal wieder raus. Na gut. Okay, das war jetzt komplett geraten. Und jetzt gehen wir hier in diesen dubiosen Raum und finden das Item Ewiges Eis. So. Dieser Raum hier. Von dem gibt es drei an der Sorte. Die werden später noch irgendwann von Bedeutung werden. Und dass hier ein Nugget ist, wusste ich nicht. Aber es gab irgendwie eins immer, was sichtbar war und ein nicht sichtbares. Und damit sind wir jetzt durch den Kraterberg durch, meine lieben Freunde. Route 216. Und es schneit. Und wisst ihr, was richtig geil ist? Es hat diese Woche geschneit bei uns. Bei euch auch? Na gut. Es ist jetzt der 5. Dezember abends. Und ja. Nein. Na gut, vielleicht. Aber wo ich jetzt eben nach dem letzten Teammitglied suchen muss, es ist wirklich das letzte. Und Funkelstein, ihr werdet es euch schon denken können und deswegen mache ich da keinen weiteren Hehl draus. Es ist Schnäppke. Und dieses Pokémon findet man gerade nachts mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% auf Level 33. Deswegen müsste ich jetzt eigentlich dafür... Ach, scheiß drauf. Ich bin ein Elite-Kämpfer, aber die Kälte ist mein Erzfeind. Von der Musik her müsstest du ein Ass-Trainer sein. Genau, und zwar der Eddie. Ambidiffel, neuer Eintrag für den Pokédex. Okay. Es fängt an zu hageln. Ja, das ist jetzt der Nachteil, weil so ziemlich alle können von diesem Hagel betroffen sein. Wobei, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Aaron auch trifft, weil er zur Hälfte ein Stahl-Pokémon ist. Bei ihm und Mo, glaube ich, macht das keine so großen Probleme. Wenn das richtig, also wenn das so stimmt, wäre es auf jeden Fall geil. Und es waren 1000... Oh. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Porygon 2. Okay, wundert mich tatsächlich. Was? Wow, was ein Lag. Okay. Ich glaube, ich müsste eh mal hier ein bisschen was an Dingern und so weiter schließen. Fangen wir mal hier mit dem da an. Und Porygon 2 wurde besiegt. Na, das gefällt mir auch immer gut. So. Jetzt habe ich eigentlich nur noch das Nötigste offen. Bin ich etwa ein schwacher Kämpfer? Keine Ahnung, aber danke für die 4800 Eier. Schnäppke entwickelt sich auf 42. Ja. Also, Frostedie wird unser letztes Teammitglied. Ein Eis... Geist-Pokémon. Und das heißt ein Zniebel. Ein männliches. Erkennbar an der Feder. An der Feder. Die sein Haupt schmückt. Ziert. Keine Ahnung. Okay. Dann schauen wir mal, wie lange es dauert, bis ich einem Schnäppke, vor allem einem weiblichen, begegne. Ne?
Aber auf jeden Fall werden wir hier nicht lange uns aufhalten mit irgendwelchen Sachen. Sondern auch zeitgleich ein bisschen weiterlaufen. Ich glaube, da oben geht es schon direkt weiter. Ein Zubat, ja großartig. Braucht keine Sau. Aber immerhin sind wir entkommen. Was sagt denn der Pokédex eigentlich? 143. Nice! Nicht schlecht! Da drüben geht's noch weiter, denn wir haben hier ein Item. Und es ist ein Hyperheiler. Definitiv gut gegen... Eis. Immer bereit sein, wenn die Pflicht ruft, jede Herausforderung annehmen. Das ist die Art und Weise eines Trainers. Danke für den Tipp. Saskia. Ist es unsere Among Us, Saskia? Jetzt ist natürlich... Na, wobei, nee, ich müsste eigentlich alleine schon wegen dem Psychotyp auf Shiny wechseln. Okay. Ich weiß, was Schnäppke auf jeden Fall bei einem Levelaufstieg erlernen kann. Aber Frostidie ist halt eben die Frage, weil ich sehe da eine so geile Attacke, die definitiv nie verkehrt ist zu haben. Donnerzahn für dich erst einmal. Ah, okay, auf demselben Level erlernt sie das. Hier muss ich tatsächlich sie sagen, weil es gibt nur Weibchen. So, dann bin ich mal gespannt. Hagelsturm. Galoppa. Da wechseln wir auf Mo. Ah. Moos Taverne? Ja, ich frag mal nach. Hey, Leute! Ach, nee. Ich hab's verkackt. Hey, Leute, ist hier jemand, der reinscheißt? Ich hab die Pointe verkackt. Weil ich nicht wusste, welchen ich davon jetzt nehmen soll. Also vom Level definitiv her bemerkenswert. Mittlerweile schon, ja. Weil ein 39er Galopper von einem Trainer. Und allgemein ist so das Level, wo sich die Pokémon hier einpendeln, so um die 30. Mal mehr, mal weniger. Versteht ihr? Versteht ihr das? Ah, diese EP. Also ich glaube, wir bekommen hier dann das neue Teammitglied. Definitiv schnell auf einen ansehnlichen Level. So, Aaron. Vogelbaum. Boom, Baby. Aurasphäre ist so geil. So, und Saskia wurde besiegt. Ach ja, nimm diesen Schneeball, du Rabauke. Jetzt wird eingeseift, oder was? Okay, da haben wir einen Believer. So, und hier ist Sackgasse angesagt. Eigentlich bloß Wechsel zwischen der... zwischen den zwei Pfaden. Und dann wollen wir doch mal hier hin. Ich bin voll ausgerüstet und bereit, wann immer du loslegen möchtest. Jederzeit, Adriane. Tropius! 42, okay. Ja, würde ich doch mal sagen, war es doch nicht so verkehrt, dass ich Lucky mit dabei habe, oder? Wobei, das Viech ist ja auch ein Flug-Pokémon zusätzlich. Aber während ich einen coolen Star habe,
Hast du nur Bananen am Kinn? Banane. So, erstmal Hagelschaden für beide, ne? Für beiden, ne? Ja. Und schauen wir mal, was ein Aeroass so ausmacht. Weil Flug reagiert ja normal auf Flug. Ah. Definitiv weniger als... Nein, definitiv mehr als gedacht. So. Aber, ja. Nimmt ihn doch schon ordentlich mit, den guten Lucky. Nice. Wie bitte? Ich habe keine Ahnung. So, da haben wir den ersten Skifahrer. Da fällt mir aber auch noch so ein schönes Liedchen ein von Wolfgang Ambros, ne? In diesem Sinne, also wer ist jetzt ein... Okay, egal. Bist du ein Anfänger oder schon weiter fortgeschritten? Ja, ich schreite fort. Das kann man doch, ne? Charlie! Und natürlich ist Aaron hier perfekt für einen Unlicht-Eis-Pokémon. Prügler. Okay, über wie viele Runden geht Prügler bitte? Weil jetzt hier das Angriff von Sneebel kam. Ach, soll mir doch wurscht sein. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass du Experte bist. Tja, du siehst doch, dass mein kleiner Finger oben ist, ne? Hütte Flockentanz, sein warmes Bett bringt warme Füße. Naja, das haben wir ja auch immer. Diese Hütte hat aber auch schon bessere Tage gesehen. Immerhin ist es gemütlich, also fühl dich wie zu Hause. Danke. Ich habe keine Speckschicht, wie manche Pokémon sie haben. Daher ziehe ich mich nach dem Prinzip Zwiebel an. Mehrere Schichten übereinander. Übrigens, weißt du eigentlich, was die Fähigkeit Speckschicht kann? Sie halbiert den Schaden, den Eis- und Feuerattacken verursachen. Ah, ich hätte mich auch ins Bett legen können, anstatt den Fetti da anzusprechen. Ja, Relaxo hat glaube ich, diese Fähigkeit. Nun denn... Okay, ist jetzt die Feder hier kürzer? In anderen Spielen sieht man es definitiv besser. Weil es ist ja jetzt ein Weibchen, ne? Na gut. Auf jeden Fall sehr effektiv. Und ja, immerhin mehr als 600 EP. So, ich bin jetzt bloß am Überlegen, weil da oben waren ja auch nochmal welche. Also, Pokémon, ne? Ne, nicht Pokémon, Trainer waren da oben. Ist doch komplett blöd. Grazurie, Grazurie. Danke. Ich sollte mich auch nicht zu lange hier aufhalten, denn wir wollen ja immer noch hin noch Fortschritt sehen, ne? Okay, an dem bin ich vorbeigekommen und jetzt wären wir hier auf Route 217. Aber ich will es noch hier versuchen. Schneebedeck. Auf jeden Fall eins, das auf der Route genauso häufig vorkommt. Nee. Schmarre Schneebedeck hat 30% Wahrscheinlichkeit, hier aufzutauchen. Gut! Ich kämpfe immer ernsthaft, das hier ist kein Training. Kasimir! Pantimos! Gut, dann ist auf jeden Fall
Shiny. Mit Knirscher. Und ja, wird sich dann schon zeigen, was du sonst noch so hast. Reflektor, okay. Und ich würde fast sagen, nach dem Trainer beende ich die Folge. Weil dann geht's ja eh direkt auf Route 217 auf. Und es könnte unter Umständen dann doch sehr, ja... Vielleicht ist dort oben mehr. Mehr Schnäppke. Kriege ich da vielleicht mehr Schnäppke? Eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür? Ja, immerhin um 10% höher, na, würde ich doch mal sagen. Soll der Trainer hier der letzte für diese Folge sein? Level 45 für Aaron, das ist natürlich auch wieder nice. Zumal er ja unser, na? Sichlor. Also ich hätte nicht gedacht, dass Lucky auch in dieser eisigen Gegend auf seine Kosten kommt. Ich glaube, ich könnte sogar bei Schneebedeck ordentlich Schaden anrichten. Es ist ja Pflanze. Bums, ne? Pflanze, Eis. Und ich glaube tatsächlich, dass man ihm trotzdem doppelt Schaden zufügen kann. Mit einer Flugattacke. Ich meine, mit Feuerattacken ist das Viech sowieso tot. Nun denn. Nochmal ein Aeroass. Sass. Ich sehe auch gerade, wenn man Pokémon Smaragd in den GBA-Schacht des DS eingesteckt hat, hat man zu 8% Ursaring bekommen. Zwirklob. Okay, es ist auf jeden Fall mal eine gute Möglichkeit, Shiny gegen ein Geist-Pokémon mal antreten zu lassen mit ihren Unlichtattacken. Denn ich glaube, die Arenaleiterin hat auch ein Frostedie. Also ist auf jeden Fall sehr effektiv gegen Geist. Also sollte ich es in Erwägung ziehen, auch Shiny gut zu trainieren. Ich meine, verdient hätte sie es sich so oder so. Auf jeden Fall bekommt sie jetzt ihren Levelaufstieg, den sie sich mehr als verdient hat. Oh yeah. Bin mal gespannt, wer da am meisten aufzuholen hat. Gute Arbeit, das war ein exzellenter Kampf. Meine blöde... Aaron hat das Münzamulett. Dann war es doch die beste Entscheidung, ihn nach vorne zu packen. Gut, dann würde ich mal sagen, lege ich mich nochmal ganz kurz zum Ausruhen hin. Und dann gehen wir auf die Route 217, wo uns dann der Schneesturm erwartet. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage schön gemacht, das war's, morgen ist nichts mehr. Ciao! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Ach du Scheiße. Okay. Also, ciao!